So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Ja, Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam das epische Abenteuer von The Witcher 3 Wild Hunt. Und hier drüben sehen wir schon Hexenmeister Geralt knien, bereit für die Schlacht. Doch bevor wir loslegen mit einem neuen Spiel, gute Neuigkeiten für euch da draußen. Denn ich habe das Spiel hier dreimal zum Verlosen. Eine PS4, eine PC und eine Xbox One Version mit einer Karte, dem Soundtrack, Schlüsselanhänger und alle anderen Sachen, die eben in so einem coolen Fanpaket mit reingehören. Ihr müsst dafür einfach nur dem Video eine Bewertung geben und in die Kommentare schreiben, welche Version ihr gerne hättet. Ich werde mir dann drei Leute raussuchen, sie anschreiben und schon bekommt ihr von mir The Witcher 3 Wild Hunt für euer Wunschsystem. So, legen wir los. Und zwar haben wir hier jede Menge Schwierigkeitsgrade. Einmal hier drüben einfach nur die Geschichte. Das ist easy. Das Schwert und die Geschichte ist ein bisschen fordernd. Blut, Schweiß und Tränen. Da wird schon anspruchsvoller. Und dann der Todesmarsch für wahnsinnige Hexenmeister. Wir nehmen mal normal. Und Tutorial, ja, packen wir mal mit rein. Thank you.
Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. So, da wären wir. Und ich würde sagen, das nenne ich einen angenehmen Morgen. Ein heißes Bad und eine wunderschöne Frau. Gut, reden wir mit ihr. Wer will schon aufstehen, wenn man so eine Lady daheim hat? Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ach komm schon, Kleines. Ich würde viel lieber bei dir noch bleiben. Ich hab dich vermisst. Sehr sogar. Ich dich auch. Aber wir haben jede Menge Zeit, das nachzuholen. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Tja, da kann man sich ganz schnell um Kopf und Kragen reden. Hast du gerade nichts Besseres zu tun? Nein. Ich könnte dich stundenlang beobachten. Nun gut, wir sind nicht hier, um Frauen zu beglücken und dämonische Kreaturen zu slashen. Moment, genau deswegen sind wir doch hier. Ja, wunderschön, oder? Hier meine Gemächer. Kann sich auf jeden Fall wirklich sehen lassen. Verschlossen. Schlüssel benötigt. Und hier drüben hätten wir schon einen. Alles klar. Gut. Moment, erst mir noch ein bisschen umsehen. Vielleicht kann ich hier irgendwas Nützliches mitnehmen. So würde ich gerne auch leben. Wirklich, im Ernst. Wie ein Traum, so zu leben. Okay, springen können wir. Können wir schon sprinten? Ich glaube, sprinten geht jetzt noch nicht. Aber wir können schon mal die wunderschöne Aussicht genießen. Scheiße, der Bergpass ist schön wie eh und je. Ihr seht das hier und das Einzige, was ihm einfällt, ist: Scheiße, ist das schön. Ja, die Hexensinne. Auf die haben wir natürlich auch direkt hier Zugriff. Gut, gehen wir mal nach unten. Ganz gemütlich, breitbeinig. Marschieren wir nach unten. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Was? Zeit aufzustehen, Meister.
Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Wir haben sie verwöhnt. Oh ja, das haben wir. Ich muss zugeben, dass wir sie verwöhnt haben. Wir haben sie verwöhnt? Ich hab's schon immer gesagt. Ciri braucht eine harte Hand. Das hast du gesagt. Aber du hast dich genauso rumkommandieren lassen wie alle anderen. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht. Besser nicht. Wir nehmen das Erste. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Ghule und Al-Ghule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht! Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Diesmal nicht, oder na klar, warum nicht? Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? So sieht's aus. Wenn du fällst, vielleicht. Warte. Was ist mein Weg? Gibt's doch nicht. Okay, wir dürfen auch klettern. Toll. Jetzt bin ich total langsam hinten dran. Alles klar. Komm schon, Geralt. Zieh dich hoch. Du kannst doch nicht gegen ein kleines Mädchen verlieren. Okay, die Steuerung ist ein bisschen hakelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. So, jetzt bin ich endlich mal hier in Führung. Leiter nehmen, nicht heute. Ich brech mir lieber die Beine. Alles für den Sieg. Okay, das war ein Fehler. Toll, ich hab's versemmelt. Okay, die Steuerung ist wirklich ganz, ganz merkwürdig. Hat man vielleicht ein bisschen... Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Hat man vielleicht ein bisschen verhauen? Also alles irgendwie so Okay, jetzt. Ich dachte schon, ich fall wieder runter. Alles so ein bisschen übersensibel. Gewonnen. Deine Beine sind länger. Ich werde es dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Meine Beine sind gebrochen, kleines Fräulein. Gebrochen, nicht länger.
Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Ein Hexer muss wissen, wie er seinen Gegner reinlegen kann. Hast du selbst gesagt. Mag sein, aber probier meine Weisheiten nicht an Wesemir aus, verstanden? Du spielst mit dem Feuer. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Nun ja, ich finde, ich bin ganz schön eingerostet. Deswegen fangen wir ganz langsam an, ja? Grundlagen, wenn ich bitten darf. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Geralt. So, alter Mann, dann zeig mal, was du kannst. Schnelle Hiebe. 1, 2, 3. Schnelle Hiebe. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Schwere Hiebe. Zuschlagen, nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Und jetzt ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Einmal. Und zweimal. Easy, kein Problem für uns. Jetzt mit Rolle ausweichen. So. Na, schon gut, dass wir nochmal das Training machen. Ciri. Na, komm schon. Den Winkel? Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. So sieht's aus. Schlag gegen Schlag. Los! Okay, jetzt kontern. Dazu brauchen wir perfektes Timing. Ja, der alte Mann hat keine Chance gegen uns. Na komm schon, schlag zu. Wesemir. Simulieren, später töten und überleben. So, junge Dame, zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Okay, die Hexerzeichen. Hier haben wir schon eine ganze Menge. Und zwar, wir brauchen Quen. Und jetzt wirken lassen. Ciri, Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu. Dann siehst du gleich, warum. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Igni, kein Problem. Siehst du, ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Art, Geralt. Na los. Art. Wo haben wir Art? Art ist hier drüben. Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus dem Rhythmus. Zeit für Axi. Axi! Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Oh, Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Und die magische Falle, Irden. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Trainingsbombe. Gut, das hätten wir. Hast du genug? Die Grundschritte hätten wir schon mal jetzt. Was haben wir hier drüben? Bombentraining. Ja, es ist wirklich gut, dass wir die Sachen nochmal machen. Sag bloß, die war zu hoch. Okay, ich dachte, wir hätten irgendwie... Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten.
Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben, in bestimmten Situationen. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Mist. Was jetzt, du Stück Dreck? Und schon bekommen wir Besuch.
Aber kein Problem für uns. Gule verputzt sich zum Frühstück. Und rein zufällig ist es morgens. Zack. Und der nächste hinterher. Level 1 Gule. Erstmal hier schön kritisch getroffen. Wow. Wow. Aber jetzt der Ghoul Gangbang. Wird halt gar nicht gut. Noch einer am Leben. Alter Mann. Hier vorne. Los, auf sie. Zack. Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Okay, ich loote ganz schnell die Ghule. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. War ziemlich viel Gerede. Konnte selber nicht besonders viel sagen. Die Dialoge sind relativ lang hier in The Witcher. Aber ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir ein bisschen mehr Action erleben. Genießen wir hier nochmal diesen wunderschönen Morgen. Wie immer, danke fürs Zusehen. Vergesst die Bewertung nicht. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und tschüss!